Es geht schlichtweg darum, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu retten. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Es geht um uns und unsere Lebensgrundlagen und diesen Kampf müssen wir gewinnen. Unter der Rettung der Menschheit machen es die Grünen nicht. Vorschriften für andere, Ausnahmen für sich selbst sind dabei das Mittel der vermeintlichen Umweltpartei. So nerven sie von der Kommunalverwaltung bis zum Bundestag alle Behörden dieses Landes mit der grünen Vorgabe des Papiersparens. Ob in Wuppertal oder Herne oder auch im Bundestag. Überall soll die Verwaltung ihren Papierverbrauch einschränken. Mehr elektronische Akten statt Papierordner ist die Forderung der Grünen. Und so sieht der eigene Umgang mit Papier aus. Tonnenweise schmeißen die Grünen auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz Papier in den Müll. Anträge, Änderungsanträge, Programmentwürfe. Alles fein säuberlich ausgedruckt und dann weggeworfen. In München erlaubten sich die Grünen mit der Regeln für euch, Ausnahmen für uns Attitüde ein ganz besonderes Schmankerl. So wollten sie wissen, wie häufig welche Politiker fliegen. Immerhin gilt das Flugzeug den Grünen als der schlimmste Klimakiller. Zumindest dann, wenn es andere benutzen. Denn das Ergebnis der Anfrage der vermeintlichen Umweltschützer ergab, niemand flog so häufig wie die Grünen selbst. Die Umweltaktivisten mit politischem Amt flogen doppelt so häufig wie die der deutlich größeren Fraktion der Sozialdemokraten und fast viermal öfter als die der ebenfalls viel größeren CSU-Fraktion. Touchdown für das grüne Pharisäer.